Moin moin liebe YouTube-Pyros und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Jawohl, heute schauen wir uns mal die APF 2007 an, die Mad Dog 25 Schuss, 30 mm in nur 16 Sekunden bei 500 Gramm NEM. Was für ein zorniges Design und das verspricht die Batterie auch, denn die haut richtig was raus, die haut richtig fette Chrysanthemen-Feuertöpfe raus, dann zu silbernem Crackling-Tail und dann oben in der Zerlegung natürlich auch nochmal richtig fette silberne Crackling-Wolken. Die Mad Dog von APF Pyro Century. Schauen wir uns an, Produktion 2020. Viel Spaß, Feuer frei! Ja, das Thema Crackling bleibt natürlich schwierig. Einige von euch lieben es, einige hassen es. Mir hat es für zwischendurch wirklich gut gefallen. Da die Mad Dog doppelt gezündet war, könnt ihr mir glauben, da war richtig Betrieb am Himmel. Ich kann mir das gut als Finalbatterie in Kombination mit anderen Cakes wunderbar als Abgang vorstellen. Die hat schon mächtig gezimmert. Sie war wie immer kurz bei dieser Fächervariante, aber intensiv ohne Ende. Und sie bleibt für mich einfach die beste Crackling-Batterie auf dem deutschen F2-Markt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Skydancer.